So, hab jetzt wieder bis hierhin gespielt, war ja nicht weit, aber jetzt guck ich mal, ob ich hier, inwieweit ich diese Cutscene hier skippen kann. Beziehungsweise ich kick jetzt den ganzen Text weg und ja. Hoffe, dass ich nicht wieder komplett zerstört werde. Ja, ich kann auch das hier wegklicken. Das ist gut. Jupp, Trilby. Ah, ich find's schön, dass Trilby auch nochmal aufgetaucht ist. Außerhalb einer kleinen Plakette. Hier. Oh shit. So, jetzt schnell. Lever. Wie auch immer ich den gedrückt habe. Samstag. Ganz allein. Nicht so allein, wie ich es gern hätte. Lieber, was tust du da? Ja, okay. Aha. Ja. Natürlich musste der andere aus in den Weltraum gesaugt werden, sonst könntest du einfach den da nehmen. Mist. Oh Mann. Chair. Oh, ich wackel aber. Das sieht aber lustig aus. Bzzz, elektrischer Stuhl. Dann machen wir es einfach nochmal. Ah, okay. Jetzt haben wir die linke Hand frei. Was bringt uns das? Puh. Fuck. Das ist das Idol. Genau wie Trilby es beschrieben hat. Okay. Du gehörst mir, mein Hübscher. Kann ich eigentlich. Au! Sonntag! Der letzte Tag. Puh, ist natürlich. Oha. William. Ja, genau, er braucht noch Augen. Ja, ich habe schon eine Idee. Dann würde ich sagen, jagen wir uns ein Monster. Los geht's. Er sagte, vielleicht könnte ich was draußen machen. Etwas mit den Radiomasten. Oh, fuck.
Es wäre mir lieber, wenn ich dem nicht begegnen würde. Es gibt nur eine Option im Computer. Und diese war, die Radiomasten wieder einzufahren. Für 5 Minuten. Ach Gott, wie war er? Genau das hier. 5 Minuten Zeit. Hoffen wir mal, dass es reicht. Ich würde ihm ehrlich gesagt nur ungern begegnen. Oh, oh Gott. Schnell zum Engine Deck. So schnell ich kann. Ich habe nur eine Stun Gun. Oh, fuck, 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 fuck. Schnell. Das war verdammt knapp. Die Frage ist, muss ich ihn rauslocken, indem ich hier auf ihn warte? Ich finde, die Musik hätte ruhig weitergehen können. Oh, scheiße. Oh, fuck, schnell. Frage. Worauf wartest du? Nee. Timing ist alles. Ja, oder sowas ähnliches zumindest. Puh. Bleibt nur eins zu tun. Zisch. Das sollte es wohl gewesen sein. Genau richtig. Es ist vorbei. Jetzt bloß nicht vergessen, mich festzumachen. Das wäre schade. Genau so zerstört man so einen Geist. Dann werden wir mal versuchen zu erklären, was gerade passiert ist. Ob wir das irgendwie hinkriegen. Hallo Leute. Ich hab nur einen kleinen Spaziergang gemacht. Bitte was? Ja. Was?
Und das war Let's Play 7 Days of Skeptic. Wer hätte damit gerechnet? Ich muss sagen, 7 Days of Skeptic hat mir noch ein Stückchen besser gefallen als 5 Days of Stranger. Gerade das Ende hat für mich nochmal viel rausgehauen, weil ich habe nicht damit gerechnet. Ganz bestimmt nicht. Trotzdem ist das noch mit Abstand viel, viel schwächer als die nächsten beiden. Die nächsten beiden Spiele sind immer mein Hauptargument für Story über Gameplay. Verdammt gutes Spiel. Gut, es freut mich, dass ihr mir zugesehen habt. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß dran wie ich. Und ich hoffe wirklich, dass wir uns bei den nächsten Runden wiedersehen. Danke fürs Zusehen. Ich bin der Gottmeimer. Und bis bald. Ciao.